Ich konfrontiere die größte LGBTQ-Party der Welt. Woher weißt du denn, dass wir Frauen sind? Du hast uns gar nicht gefragt. Oh, Digga. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiele keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights. Und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die ganze Community. Fühlt euch gedrückt und geküsst. Und zwar ziehen wir uns jetzt ein Video rein von Ketzer der New Zeit. Ich konfrontiere die größte LGBTQ-Party der Welt. Oh, shit, man. Konfrontieren, meine lieben Freunde. Grüße gehen raus an Leo an der Stelle. Bin gespannt, was hier passiert. Wird bestimmt interessant, nenne ich es mal einfach. Und ja, lasst dem Video gerne jetzt schon mal einen Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentärchen. Abonniert den Kanal und nutzt die Links in der Beschreibung. Kommt mal auf Twitch vorbei, schickt Videos in den Discord rein und abonniert meinen Rumble-Kanal. Das sind die drei wichtigsten Sachen. Und jetzt gehen wir rein ins Video und gucken mal, was hier passiert. Let's go. Einmal tief durchatmen, Langer, ich schwöre dir. Einmal tief durchatmen und los, Diggi. Du kannst dich auch als Mann identifizieren. Ich kann nicht in deinen Kopf reingucken. Nein, aber biologisch bist du eine Frau. Ihr seid... So, ihr seid Girls. Hört auf zu lügen. Ihr lügt euch selbst an, wenn ihr das verleugnet. Seid doch froh, dass ihr Frauen seid, Mann. So was Schönes. Biologische Frau. Ich wissen, vielleicht habt ihr schon... Ich will jetzt nicht dahin gucken, aber ich sehe es. Ich kann... Titties in den Mann, Alter. Ich kann meine Brüste machen lassen. Was kannst du machen lassen, Digi? Willkommen zu meinem wohl verstörendsten Drehtag seit Anbeginn. Och nö, Digga. Warte, ich muss ein bisschen heiliges Holz machen auf entspannt hier. Das wird bestimmt crazy. Arbeit als Typ auf YouTube, der eine Meinung vertritt, die vor... Arbeit als Typ auf YouTube, der eine Meinung vertritt. ...sich Jahren noch als gesellschaftlicher Konsens galt. Und damit willkommen auf dem CSD 2023 in Berlin, auf dem ich unter anderem diese beiden Mädels kennenlernte. Hi, darf ich fragen, warum du heute hier bist? Wegen dem CSD. CSD, Party und so. Ja, genau, voll. Siehst du die kleinen Kinder da? Ja. Und siehst du die halt nackt? Schön Energies reinigen hier, Alter, Bro, das wird verstörend. Wir bleiben kurz mal die Zirbeldrüse hier. Zirbeldrüse energie-wise öffnen. Okay, Freunde. Leute hier? Ebenfalls. Ist es eine gute Kombination? Ich finde... Ja, die machen einfach rum, Digga. Scheiße. Ja. Ich finde es absolut akzeptabel, dass auch ebenfalls Kinder hier sind. Ich weiß nicht. Das ist doch verstörend für Kinder, oder? Das ist nicht... Also ich finde das nicht akzeptabel. Entweder die sollen aufhören, da nackt rumzulaufen, oder die sollen da Kinder einfach nicht... Also, dass das nicht erlaubt ist, dass da Kinder sind, weil das doch... Im Fernsehen ist es ja auch über 18, wenn da Leute nackt sich rummachen und so ein Shit, Digga. Weißt du, wie ich meine? Jetzt unabhängig mal von wer mit wem da gerade rummacht, so. Was nochmal eine Stufe verstörender sein könnte für den einen oder anderen. Will das ja nicht... Ist ja nicht erlaubt, Digga. Weißt du, wie ich meine? Daran so das Problem, dass... Auch nicht schlimm. Guck mal, stell dir vor, ich werde jetzt... Na. Jahre alt und guckt es. Meinst du, das ist sehr gut oder eher nicht so gut? Schaust du, aber siehst du das nicht auch auf der Straße mit heterosexuellen Leuten? Du schaust ja auch deinen Eltern manchmal. Siehst du das nicht? Also so, wie die da übereinander herfallen, das sehe ich selten auf der Straße mit heterosexuellen. Aber weißt du gar nicht, wie die beiden sich identifizieren? Sie sind auf jeden Fall, würde ich denken, mit dieser Flagge nicht cis. Sis the fuck out, man, Alter. Normal. Sag einfach normal. Sag nicht cis, sag einfach normal. Bitte. Dieses cis, miss und diese ganzen Sachen. Nein, ich mach da nicht mit. Ich spiel da nicht mit, Bro. Transflagge. Du kannst doch cis-Mensch so für LGBTQ sein. Natürlich. Definitiv. Dann können sie es doch immer noch Mann und Frau sein. Theoretisch, wenn sie sich... Theoretisch. Musst du vorher immer erstmal fragen. Natürlich. Und nochmal zum Thema. Da ist sie. 6 Jahre und guckt jetzt, wie die halbnackt rummachen. Sieht halt schon... Ich würde es schätzen, aber sie, du hast recht, sie könnte sich... Das ist einfach nicht okay. Fertig aus. ...als 18 identifizieren. Dürfte ich dann mit... Sie könnte sich als 18 identifizieren. auch so also, rummachen? Aber, nee, also nee, mit ihr rummachen natürlich. Also beim Alter kann man nicht diese Identifikationssache machen. Geht ja wie beim Geschlecht. Oh, Digga, hört doch mal auf, Bro. Leo, bitte. Gibt's beim Alter auch bestimmt Sachen, wo du dich so identifizieren kannst? Digga, was macht er hier eigentlich? Guck mal, er hier. Geht ja wie beim Geschlecht. Es ist aus wie ein Tourist, Digga, der mit der Brille hier so. Ein normaler älterer Mann so. Steppt da durch, zieht sich den Laden rein. Was denkt der? Ey. Oh Mann. Ich würde mal gerne wissen, was so... Jetzt mein Opa zum Beispiel, wenn der da durchlaufen würde, was der denken und fühlen würde. Gibt's beim Alter auch bestimmt Sachen, wo du dich so identifizieren kannst, aber dann auch Sachen, die
die biologisch so festgesetzt sind. Ein Alter zum Beispiel. Geschlecht, ja, es gibt das biologische Geschlecht und dann das Geschlecht, wo man sich identifiziert, aber das ändert... Das gibt's nicht. Dieses Geschlecht, wo man sich identifiziert, das ist neu seit ein, zwei Jahren. Das gibt es in echt gar nicht. Das ist einfach nur, das sind Wörter, leere Wörter. Das ist einfach nur, das ist erfunden. Das ist nicht real, Digga. Weißt du, wie ich meine? Du kannst dich nicht als irgendwas anderes identifizieren. Fertig aus, Bro. Da gibt's keine zwei Meinungen oder so. Das ist einfach die Realität. Dein biologisches Geschlecht ist dein Geschlecht, mit dem du geboren wurdest. Fertig aus. Einfach fertig und aus, Bro. Und damit verwirren die diese ganzen Menschen so. Junge Leute werden mit dem Shit konfrontiert und verlieren dann ihre Identität und wissen nicht mehr, wer sie richtig sind und wachsen in einer Welt auf, wo die eigentlich gar keine Identität mehr haben und so leicht steuerbar und programmierbar sind, weil die sich mit gar nichts mehr identifizieren oder mit irgendwas, was nicht der Realität entspricht. So, das ist einfach nur eine Sache, die uns als gesamte Menschheit nicht gut tut. Tut uns nicht gut. Nichts an der Sache, dass das Geschlecht, in dem du dich identifizierst, dass du das Geschlecht bist. Ja, ich bin jetzt ein Mann, offensichtlich. Ich bin als Mann... Okay, also siehst du, dass man, also denkst du, dass man dir dein Geschlecht ansehen kann? Ja. Du wirst ja als männlich von der Gesellschaft gelesen. Genau. Und aber ich bin auch tatsächlich... Das ist so krank, Mann. Die lernen das heutzutage in der Schule so. Musst du dir mal reinziehen. Die lernen das einfach in der Schule so. Die lernen das in den Unis und in der Schule. Ich identifiziere mich jetzt als Frau. Bin ich jetzt eine Frau? Wenn du dich als Frau identifizierst, ja. Die wissen das selber nicht. Mal guck mal, diese schwammige An... wenn du dich als Frau identifizierst... Ja. Nee. Ja. Aber mein biologisches Geschlecht ist schon noch männlich, oder? Wenn du dich nicht umoperieren lässt... Und wenn ich mir jetzt meine Genitalien operativ abmache, dann bin ich eine Frau? Biologisch? Ich weiß nicht, worauf du hinaus möchtest. Ich möchte darauf hinaus, dass ein Mann biologisch niemals eine biologische Frau werden kann. Richtig. Okay. Dafür fehlen die Chromosomen. Okay. Obvious. Ja, du sagst... Okay, ja, aber... Das okay, ist auch, ja. Aber das geht jetzt nicht mit dem Alter. Ich kann jetzt nicht sagen, ich identifiziere mich als 80-jähriger Afrikaner. Das würde nicht gehen, aber ich kann sagen... Das ist eine Ethnizität vor allem mit drin. Genau, genau. Was ist das denn jetzt? Biologische Faktoren. Und ich würde... Gibt's auch schon in den Staaten Schwarze, die sich als weiß identifizieren. Oder andersrum. So. Das gibt's alles schon. Da gibt's Leute, die identifizieren sich als Tiere. Da gibt's Leute, die identifizieren sich als Kokosnusswasser, Bro. Das gibt's jetzt mittlerweile alles schon. So. Und da siehst du, in was für eine kranke Welt wir da reinkommen. Wenn jeder sich mit dem identifizieren kann, was er möchte. Und vor allen Dingen so, Digga, ich bin nicht so, dass ich sage, mach was du willst mit deinem Leben. Mach, was du willst, mir egal. So, weißt du, kannst auch deine Genitalien abschneiden und so, alles schön und gut. Solange das nicht bei Kindern der Fall ist, sondern bei erwachsenen Menschen, die selber eine bewusste Entscheidung treffen, ist es okay. Aber drück mir das nicht auf, dass ich dich dann auch so sehen muss, so. Und vor allen Dingen, ich habe letztens ein Video gesehen, wo so ein 2 Meter schwarzer Dude, Bruder, mit so einer Perücke in so eine Mädchentoilette reinlaufen wollte, weil er sich als Frau identifiziert und sagt, er ist eine Frau. Und da wollte gerade ein kleines Kind mit seiner Mutter rein, so. Und dann gab es da eine Riesendiskussion vor der Toilette und ist fast ausgeartet. Weißt du, wie ich meine? Das ist halt einfach nicht okay. Das ist einfach nicht okay, Bro. Das ist nicht okay. Und das dürfen wir als Gesellschaft nicht zulassen, so. Wir müssen die Kirche im Dorf lassen, weil wenn das so weitergeht, dann artet das in ganz schlimme Dinge aus, so. Und dann müssen die Leute sich selber an die Nase packen und sagen, wir haben das zugelassen, so, weißt du? Argumentieren, dass ein Geschlecht auch biologische Faktoren hat. Also, das ist der Sinn von Geschlecht. Von einfach dem deutschen Wort Geschlecht. Was ist denn deine Meinung dazu? Es gibt Männer, die sich als Frau identifizieren. Die haben also sozusagen, die fühlen sich unwohl mit ihrem biologischen Geschlecht. Ja. Wie nennt man das? Genderdysphorie. Ja. Geschlechtsidentitätsstörung. Ja. Das ist jetzt aber kein neues Geschlecht. Das hat doch auch... Das ist eine Störung, Digga. Manche sagt, oder? Doch, es gibt doch ganz viele Geschlechter, wurde gesagt. Also habe ich so in der Schule gelernt, sozusagen. Habt ihr von dem Fall mitbekommen, dass an der Humboldt-Uni ein Vortrag stattfand? Und da ging es auch darum, dass es 2 biologische Geschlechter gibt. Und die den Vortrag machen wollte, die wurde gecancelt. Haben wir mitgekriegt. Haben wir in der Dokumentation gesehen, Trans ist Trend. Ganz viele Trans-LGBTQ-Rechtler-Leute gesagt haben, dieser Vortrag darf nicht stattfinden, weil er transphob ist. Ja. Findet ihr das gut, dass man diese Meinungen unterdrückt, die sagen, es gibt 2 biologische Geschlechter, weil es transphob ist? Ich würde sagen, man muss die Meinung unterdrücken, aber man sollte trotzdem bilden. Noch bilden? Ja, also die richtigen Sachen darstellen. Was ist denn richtig? Hinaus will. Es gibt doch nur 2 biologische Geschlechter.
Und dann gibt es einen ganz kleinen Prozentanteil der Menschen, 0,0000 irgendwas Prozent, die auf die Welt kommen und irgendwie Geschlechtsteile von beiden Geschlechtern haben. Und die haben dann ein Problem, beziehungsweise kein Problem. Aber da muss man dann im Einzelfall gucken, so, weißt du? Aber dass jeder zweite Vollidiot sich jetzt als irgendwas anderes identifiziert, das ist einfach nicht die Wahrheit. Weißt du, was ich meine? Und das ist einfach nicht, also langsam steht es mir auch bis hier so, weißt du? Das geht ja immer weiter und die Leute übertreiben und vor allen Dingen in den Schulen und in den Kindergärten und überall soll das ja irgendwann in Zukunft beigebracht werden und da schicke ich meine Kinder nicht hin. Ich möchte nicht, dass irgendwelche Lehrer oder irgendwelche Leute meine Kinder indoktrinieren und denen irgendwas eintrichtern, was nicht der Wahrheit entspricht, so, weißt du? Weil es sorgt für Verwirrung. Und wir sind eh schon verwirrt, wenn wir jung sind, wenn wir jugendlich sind, so unseren Platz in der Welt finden, dies, das, bla bla bla. Und da ist sowas überhaupt nicht angebracht. Meine Kinder sollen normal aufwachsen, die sollen so aufwachsen, dass die frei sind, Digga, und nicht mit irgendwas indoktriniert werden und nicht mehr einfach ihr Leben leben können, so, weißt du? Also, ist schwierig, Digga. Was willst du heutzutage machen? Wie willst du damit umgehen, wenn in der Schule sowas beigebracht wird, so, weißt du? Was machst du dann, Digga? Was machst du dann? Keine Ahnung, haben wir hier Väter oder Mütter im Chat? Wie geht ihr damit um? Wie geht ihr mit dieser Situation um? Ich jetzt als Frau identifizieren, da hast du ganz recht. Okay, danke. Aber ich bin dann keine Frau. Was würdest du denn sagen, macht eine Frau zu einer Frau? Zum Beispiel die Biologie. Dass sie Kinder gebären kann quasi, nicht alle. Es kann auch sein, dass es gibt natürlich auch Frauen, die keine Kinder bekommen können. Und das ist auch traurig so. Aber im Normalfall kann eine Frau Kinder gebären. Hat Brüste und kein Penis. So. Das sind so die offensichtlichen Merkmale, wo du siehst, okay, das ist eine Frau. Zwischen Faktoren, also sei es die Chromosomen, sei es die Geschlechts... Auch so, dass du deine Tage bekommst, dass du einen Zyklus hast, dass du eine Gebärmutter hast, die Chromosomen etc. pp. Da gibt es einige Sachen, die anders sind. Also, oder sei es. Bin ich auf die Chromosomen, aber wenn ich jetzt eine geschlechtsangleichende OP habe, dann bin ich eine Frau. Ich würde sagen, Mann. Nee, aber deine Chromosomen bleiben ja die gleichen. Und du bleibst auch meistens noch eigentlich gebärfähig, oder? Oder? Ich würde sagen, wenn ich jetzt als Mann eine geschlechtsangleichende Operation mache und mir meinen Penis abmache, dann bin ich ein Mann, der seinen Penis abmachen lassen hat, aber ich bin keine Frau, so wie du oder so wie du. Ja. Safe. Woher weißt du denn, dass wir Frauen sind? Du hast uns gar nicht gefragt. Oh, Digga. Woher weißt du denn, dass wir Frauen sind? Du hast uns gar nicht gefragt. Wie süß aber eigentlich, Digga. Wie die das ausspricht. Das sieht man doch, brav. Ich würde sehr stark davon ausgehen, dass ihr beide Frauen seid, wenn ich euch kurz mal so angeguckt habe. Frauen? Ganz klar. Was? Cis-Frauen, das gibt's nicht, du bist eine Frau. Du kannst dich auch als Katze identifizieren, ich kann nicht in deinen Kopf reingucken. Nein, aber biologisch bist du eine Frau. Ihr seid beides biologische Frauen. Vielleicht habt ihr schon eine. Ich will jetzt nicht dahin gucken, aber. Ich sehe das doch, man sieht das doch, man spürt das. Ey, jeder Mensch hat doch sowas in sich wie ein Gefühl, Digga, weißt du, wie ich meine? So. Wir können das doch spüren und merken, wenn uns ein Mann gegenübersteht oder eine Frau gegenübersteht. Das ist einfach so, das ist in uns, Gott hat das in uns installiert, Digga. Genauso wie er in uns installiert hat, dass wenn wir zwei Männer sich küssen sehen, dass wir das erstmal so, also bei mir ist es auf jeden Fall, dass das erstmal so nicht normal wirkt, dass da irgendwas nicht passt, Digga, da stimmt irgendwas nicht so. Weißt du? Das merkst du, das spürst du einfach. Die Leute blenden das aus, aber man hat auch so ein Gefühl, Digi, weißt du, wie ich meine? So. Also mich hat das Gefühl auch noch nie enttäuscht. Ich habe da noch nie einen Fehler gemacht, wenn ich eine Frau gesehen habe oder einen Mann gesehen habe und dachte, das ist was anderes. Das ist mir noch nie passiert in meinem ganzen Leben. Ich könnte mir doch meine Brüste machen lassen. Vielleicht, aber ich gehe nicht von aus. Du hast keinen Kehlkopf, Digi, und deine Vibes sind definitiv weiblich. Aber du hast mich nicht gefragt. Aber ich weiß es trotzdem. Habe ich recht oder habe ich recht? Nein. Du bist ein Mann. Bist du ein Mann oder was, Digi? Ja. Ey, die sind doch durch, Bro. What the fuck, Alter? Zieh dir das rein, ey. Woher willst du es wissen? Kannst du in meinen Kopf schauen? Also ich will jetzt nicht, dass du dich auch wie manche andere beim CSD ausziehst, aber ich würde ganz stark davon ausgehen, dass du als biologische Frau geboren gegen bist. Gegen Nacktheit? Bitte? Gegen Nacktheit? In der Öffentlichkeit, ja. Ich bin auch dagegen, dass man Sex in der Öffentlichkeit hat, wo vor allem Kinder, guck mal da, eine 7-Jährige oder 4-Jährige. Ich habe ja keinen Sex in der Öffentlichkeit. Ich hab schon so wie... Sich lediglich. Und schau mal. Und sind nackt. Eltern, hast du auch schon mal beim Küssen zugeschaut? Das ist ja letztendlich nichts Verwerfliches. Letztendlich ist der Süß.
Leute okay. Sex in der Öffentlichkeit. Ja. Nee. No homo. Oh Gott, ich denke, Eltern. Man hat doch auch sowas wie so ein Schamgefühl, Digga. Weißt du, was ich meine? So, das gehört doch ins Schlafzimmer und nicht auf die Straße, weißt du, wie ich meine? So. Dass man da einfach in der Öffentlichkeit vor Menschen Sex hat und so, das kannst du doch nicht machen, Digga. Vor allen Dingen nicht, wenn da Kinder in der Nähe sind, so. Das ist einfach nicht okay. Und diese Grenzen wollen, also die wollen halt diese Grenzen sprengen und sagen, wir dürfen alle überall rumbumsen und nackt rumlaufen und diese ganzen Sachen. Aber unsere Gesellschaft ist schon so übersexualisiert, meiner Meinung nach, so. Das wird dann damit nur noch schlimmer werden, weißt du? Wir sollten davon ausgehen, dass man vielleicht etwas mehr Körper sieht oder irgendwas. Dürften Eltern ihre Kinder ins Stripclub mitnehmen? Natürlich nicht. Okay, fair. Stripclub ist aber auch was ganz anderes als der CSD. Das ist verschiedene. Also ich würde meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, dass hier niemals jemand an der Laterne strippen würde. Und dass sein Kind niemals sehen würde. Okay, dann kommt es ja im Stripclub schon relativ nahe. Wenn jemand strippt, dann ist es ja sozusagen eine sexualisierte Handlung. Und ich glaube, die passieren auf dem CSD. Ich habe euch ja gerade das Video mal gezeigt. Ich bekomme jetzt ein Kind. Und ich sehe, das ist ein... biologisch weiblich. Da hast du mich, der war gut. Dieses Kind hat ja ein Geschlecht, ein... Aber hey, da muss man auch ein paar positive Sachen sagen, die unterhalten sich miteinander, weißt du, wie ich meine? Tauschen Argumente aus und so, fühle ich, Digga. Fühle ich, auch dass die zwei Mädels da offen sind, sich zu unterhalten mit ihm und, Argumente auszutauschen, so. Weil wenn das aufhört, dann sind wir verloren, weißt du, wie ich meine? Also wir müssen uns immer miteinander unterhalten und wer weiß, was das eventuell für Denkanstoße für die dann noch im Nachhinein... was sich da noch ergeben wird, obwohl ich bezweifle, dass sie umdenken. Aber egal, man weiß nie. Sollte der Arzt sozusagen oder ich, der das sieht, entscheiden oder sollte der Kindergärtner entscheiden, welches Geschlecht dieses Kind hat? Weil man kann es ja nicht fragen nach der Geburt. Was ist mit dem Kind? Also das Kind solltest du fragen, welches Geschlecht es hat nach der Geburt. Nee, nicht unbedingt nach der Geburt, aber du musst dein Kind ja nicht mitten im Geschlecht erziehen. Warum? Du musst dein Kind ja nicht mit einem Geschlecht erziehen. Das ist gefährlich, Bro. Ich sag dir ehrlich, das ist gefährlich. Wie meinst du so? Also Mädchen dürfen nur mit Puppen spielen und Jungs mit Autos. So. Ich meine, Mädchen dürfen zum Beispiel nur auf Mädchenklos, damit sie geschützt sind vor Männern, die vielleicht Sachen machen, die nicht gut sind, auch im Kindesalter. Das biologische Geschlecht, aber gleichzeitig. Also ich meine das nicht ernst. Ich selber habe Polly Pocket gehabt, wo ich jünger war. Hab da mal so, weiß ich nicht, paar Wochen mitgespielt. Aber Jungs, Kinder sind ja generell dazu, also mit dem Testosteronlevel etc., die haben ja Bock auf Kämpfen und die haben Bock auf Autos. Die haben ja Bock auf andere Dinge. Das ist einfach in denen verankert. So, das kannst du denen auch nicht abtrainieren. Weißt du, was ich meine? So. Und deswegen würde ich da auch nicht gegenarbeiten. Ich würde das einfach natürlich laufen lassen. Einfach den natürlichen Lauf der Dinge. So, nicht mehr beeinflussen, nicht mehr irgendwie in irgendeine Richtung treiben und diese ganze, lass doch einfach natürlich das Ding laufen und du wirst merken, wenn du das Ding natürlich laufen lässt, dann werden die meisten Mädchen in eine gewisse Richtung gehen und die meisten Jungs in eine gewisse andere Richtung gehen, das ist unser Naturell, also wir sind so geboren, das ist die Biologie, Bro, weißt du, wie ich meine, hör auf, den Kindern das abzutrainieren, das ist nämlich da, wo die Probleme reinkommen, so, weißt du? Bin mir sicher, dass heutzutage so, ey, du, wenn die jetzt Kind kriegen, die kriegen einen Jungen und der will mit Autos spielen, dann sagen die, aber du musst nicht mit Autos spielen, mein Schatz, gell? Du kannst auch mit Puppen spielen, wenn du möchtest. Und wenn du möchtest, kannst du auch ein Kleid anziehen. Und das ist Beeinflussung. Lass ihn doch machen, was er für richtig hält. Davon reden wir ja die ganze Zeit. Kindesalter. Sorry, denkst du, die fallen da jetzt über sich? Weißt du, was im Kindergarten passiert? Es gibt jetzt Ruheräume, wo sexuelle Spiele stattfinden sollen, wo Erwachsene... Sexuell im Kindergarten? Ja, du wolltest... Ja. Warum gibt es einen LGBTQ-Kindergarten? Wie soll irgendein Kind in dem Alter ein anderes wie soll so ein Kind sich mit irgendwas anderem identifizieren? Was ist überhaupt der Grund für so einen LGBTQ-Kindergarten? Das ist krank. Wie soll man das rechtfertigen? Und dann kommt am Ende noch raus, dass da irgend so ein pädophiler Typ im Vorstand sitzt und so eine Scheiße, Digga, der ein Buch geschrieben hat, Die Lust am Kind. Was willst du mir denn erzählen? Weißt du, was ich meine? Was willst du mir denn erzählen? Es gibt keine Rechtfertigung dafür, einen LGBTQ-Kindergarten zu machen. Kinder in dem Alter wissen nicht mal, was Sexualität bedeutet. Die Kinder, die da hingehen, die werden krank sein in Zukunft. Das ist doch verrückt, oder? So habe ich auch reagiert. Deswegen mache ich diese Videos. Das kann ich mir nicht vorstellen. Okay. Also Körperkunden
an sich gut, sexuelle Spielräume sehr kritisch. Danke, weil was danke, ist, danke. Was ist sexuell in dem Alter? Also Kinder sind also von Geburt an sexuelle Wesen, wird uns gesagt. Ich glaube daran nicht. Ich glaube nicht, dass Kinder irgendwas mit Sexualität in dem Sinne, wie wir es vielleicht denken. Aber ganz so im generellen Bild. Die Dance kurz zwischendurch. Trotzdem das Gehirn auch schon in so frühem Alter aus. Hast du schon mal von der von Freud gehört mit den Theorien ganz böse. Freud ist eine ganz kritische Sache. Ja, ne? Ich würde sagen, danke für das Gespräch. Sigmund Freud ist eine ganz kritische Sache, ne? Jetzt wird's wirklich zu laut tatsächlich, aber. Mich würde mal interessieren, wie alt die beiden Damen sind. Das hättest du noch mal fragen können, mein Jutster. Danke, dass ihr gesprächsbereit wart. Das war richtig interessant. Ja, fand ich auch voll. Zirbeldrüse komplett rostig bei denen. Na, lass dich nicht beeinflussen, Mann. Wie gesagt, konzentrier dich darauf, dass es gut ist, dass Menschen Argumente miteinander austauschen. So, weißt du, wie ich meine? Da nicht aggressiv werden. Wir dürfen da nicht aggressiv werden. Wir müssen immer schön ruhig bleiben und vernünftig argumentieren, weißt du? Und für unsere Werte und unsere Gedanken einstehen. Und uns das nicht nehmen lassen von irgendwelchen Agendas. Und dann ist alles gut. Voll cool. Weiter mit der Sache. Jawohl. Ja, manchmal... Stark aber. Gut, dass sie sich miteinander unterhalten haben. Frage ich mich, ob Menschen vor 15 Jahren, geschweige denn vor 150 Jahren, eine realistische Chance hätten, solche Unterhaltungen der Neuzeit zu verstehen. Für heute soll es das aber erst einmal gewesen sein. Wir haben jetzt eine Woche Zeit, um unsere Nerven auf das vorzubereiten, was nächste Woche soll. Ach du Scheiße. Wir gehen rein. Ketzer hat wieder eine sehr interessante Videoreihe hier gemacht auf dem CSD. Passieren wird, wenn... Oh nö, Bro. Unser neuer Film Inside CSD auf unserer eigenen Nicht-Woken-Streaming-Plattform thedeviant.de online geht. Seid gespannt, das wird alles andere als normal und für alle weiteren Informationen schaut gerne bei uns auf Instagram vorbei und wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich küsse dein Herz, Bro. Starkes Video. Feier ich. Gut, Mann, diesen Austausch zu suchen, weißt du? Argumente hin und her zu schieben. So, wenn Leute das sehen, dann denken die vielleicht nochmal drüber nach, so, weißt du, was ich meine? Das ist immer nur gut, wenn man sich miteinander unterhält, ist nie negativ. Richtig negativ wird's erst, wenn wir uns nicht mehr miteinander unterhalten und radikal gegeneinander kämpfen und so ein Shit, weißt du? Deswegen feiere ich, Digga, Liebe geht raus an Leo an der Stelle, Bro, mach auf jeden Fall weiter. YouTube, schreibt eure Gedanken dazu unten in die Kommentare rein und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, peace out. So. Stark. Stark.